Frau Engling, normalerweise sitzen Sie im Büro und entwickeln Marketingkonzepte. Nun waren Sie kürzlich unterwegs, haben Influencer und Halter von Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster besucht. Wen oder was haben Sie dort angetroffen? Ja, das stimmt natürlich, dass man normalerweise viel vom Schreibtisch aus macht. Für uns ist immer generell sehr wichtig zu wissen, wer sind unsere Kunden, was haben sie für Bedürfnisse, sodass wir da auch Treffer natürlich haben. Wir haben das sonst über die klassische Marktforschung gemacht. Und nun wollten wir gerne die Menschen zu Hause einfach mal besuchen und mit denen Gespräche führen und uns einfach anhören, was sie denn noch umtreibt, was sie wichtig finden, warum sie Dinge machen, wie sie die Tiere halten. Wir wollten einfach mal eine direkte Beziehung aufbauen. Das hört sich spannend an. Und was haben Sie da gesehen? Was hat Sie am meisten berührt oder überrascht? Also wir waren ja in der gesamten Republik unterwegs, haben einige Leute besuchen dürfen. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich finde das nicht selbstverständlich. Wir waren unglaublich begeistert, wie herzlich erstmal sie uns empfangen haben, wie toll die Tiere dort leben, die Kaninchen, die wir dort erleben durften, alle frei, kein spezielles Gehege, die Einrichtungen so wundervoll in das Gesamtinterieur eingearbeitet, so liebevolle kleine Details, also und auch die Bindung zwischen den Menschen und den Tieren, das hat uns doch sehr nachhaltig begeistert. Haben Sie viel Spannendes gesehen? Fließt das jetzt irgendwie auch in Ihre Arbeit ein? Können Sie uns da schon etwas verraten? Frau Gierock, ne? Also das ist natürlich für uns ganz wichtig. Wir tun diese Dinge natürlich auch, um unseren Kunden besser zu verstehen, um bessere Produkte noch weiterhin zu machen, uns immer wieder zu verbessern. Das ist ganz wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Und natürlich haben wir ganz tolle Dinge gesehen und ganz tolle Dinge mitgenommen, die wir auch natürlich in Produkte umsetzen werden, aber mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Okay, dann schauen wir und beobachten Sie genau und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Frau Gierock.